Hallihallo, meine Lieben! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Workers and Resources Soviet Republic. So, kurzer Autosave geht noch durch. Wir gucken jetzt gerade mal. Also, nachdem jetzt unser Beton läuft und das alles hier so schön in sich funktioniert, werde ich mal ganz kurz gucken. Hier ist das gleiche Problem, ne? Das ist das Eisenbahnamt. Das wird hier eigentlich nie fertig werden. Was kostet uns das? Dann könnten die nämlich schon mal mit ein bisschen was anfangen. Aber die brauchen Stahl. Die brauchen für die Produktion oder für den Bau hier generell Stahl, um diese ganzen Geschichten hier zu machen. Das ist ein bisschen doof. Aber das kriegen wir hin. Ist auch ein bisschen eng, aber das kriegen wir auch hin. Okay. Wie gesagt, also das war jetzt die größte Baustelle. Ziegel sind die nächste Baustelle. Weil auch hier brauchen wir 141 Tonnen Ziegel. Auch hier 472 Tonnen Beton. Das ist halt viel, ne? Bretter haben wir tatsächlich sogar. Wo hängt denn das eigentlich dran, das Ding? Das muss doch auch irgendwo einen Straßenanschluss haben. Oder habe ich den vergessen? Ach, hier. Ja, hier hängt er dran. Da müssten die das doch eigentlich massenweise liefern, das Zeug. Ja, hier fährt einer hin, aber das ist ja auch unsinnig. Also, vielleicht brauchen die einen Kran. Ich habe, glaube ich, keinen Kran. Lass mal irgendwo einen Kran kaufen. Mach mal hier, schmeißen wir hier mal einen Kipper raus. Und lass mal einen Kran kaufen. Ich gönne mir mal Kran. Okay. Dann müsste mit dem LKW zusammen funktionieren. Asphaltquelle ist nicht zu Beton. Kann kein... Was? Betonwerk kann kein Beton produzieren? Doch. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Aber es hat nicht... Asphalt, okay. Achso, der kommt ja noch gar nicht hier unten hin. Ja, logisch nicht. Es fehlt Asphalt dafür. Und das Asphaltwerk könnten wir zwar technisch gesehen bauen. Warte kurz, das ist ein Ölteil, oder? Hier. Import Bitumen und das kommt wiederum aus der Raffinerie. Und hier ist wieder sauteuer. Braucht auch viel Beton und viel Kies. Und natürlich Asphalt. Und 300 Tonnen Stahl. Hat aber wahnsinnig viele Arbeitskräfte. Ja, müssen wir mal gucken. Naja. Ist ja schon mal ein schönes Zeichen, dass das hier funktioniert. Gut, das brauchen wir hier noch nicht. Das heißt, unsere nächste Baustelle sollte es zumindest sein, aktuell, dass wir hinten auch wieder ein bisschen Arbeitsplätze machen. Wir arbeiten halt hier volle Kanne am Existenzminimum. Den holen wir mal von hier hinten. Oder wie viele sind hier hinten? Hier stehen auch ein paar. Und hier vorne? Stehen auch ein paar, aber nicht so viele. Dann machen wir auch mal von hier hinten.
bringen die Leute dann hier hinten hin. Dann kommen ein paar Leute hinten an. Das ist cool. Das rettet Leben meistens, ja. Und, dann gucken wir mal. Weil hier, das arbeitet sich hier mit 16% auch nicht ewig gut, ne? Also das 16% ist halt auch fast nichts. Und das Ding können wir uns jetzt erstmal noch ein bisschen in die Haare schmieren. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Na, können wir noch ein bisschen Zeit warten für. So. Dann arbeiten wir, wie gesagt, eben schlückchenweise uns in die Produktionskette hier rein, ja? Ah, ja, immer so ein bisschen weitergebaut. Ich bin so gespannt, ob diese Kettung funktioniert. Das weiß ich halt echt nur überhaupt nicht, ob das klappt. Aber das könnte gehen. Und wenn das funktioniert, gehen wir halt richtig geil hier von einem zum nächsten weiter. So. So. Jetzt schauen wir mal. Das war auch ein unsinniger Teilbereich, den ich da gebaut habe. Ey, wir produzieren aber gewaltig, ne? Was sagen die Arbeitslosenzahlen? 500 stabil? Ist ein Wort. Ist ein Wort. Bildungsniveau? Ja, wir haben ein bisschen wenig Universitätsgebildete. Wie schaut's denn da mit unserem Krankenhaus aus? Da mache ich mir immer ein bisschen Sorgen. Aber da sind genug Ärzte tatsächlich da. Die ist gut eingelagert worden, aber das ist, die medizinische Universität ist jetzt noch nicht gerade gut. So, Eisenerz könnten wir vielleicht machen, ne? Aber dann geht halt gar nichts mehr. Dann sind wir halt richtig blank. Und hier geht die nächste Kohlemine halt auch an den Start, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, als wäre das Tutti Frutti hier alles. Sondern das hier ist ja die nächste Kohlemine, die hier unten gebaut wird, die dann auch wieder abgeben muss. Das heißt, auch erstmal müssten wir hier nochmal Geld ausgeben, um das weiterlaufen zu lassen. Also das hier ist eine riesen Produktionskette, eine der teuersten Rohstoffe überhaupt. Aber um das zum Laufen zu bekommen, brauchen wir noch gefühlt eine Million, ne? Also das ist noch richtig ekelhaft. Was wir allerdings hier machen können sollten. Ich muss mal ganz kurz hier die Kamera neu justieren, weil hier oben würde ich gerne, wenn wir jetzt eh gerade Luft haben, ich würde hier gerne ein Plateau errichten. Weil hier ist nämlich ein bisschen Gefälle drin und das gefällt mir nicht. Wir bauen hier ein Plateau auf. Und das machen wir jetzt künftig bei jedem neuen Großbauprojekt, wenn wir Wohnungen oder sowas herbauen. Und wenn wir immer erstmal schauen, dass wir hier einen Baugrund schaffen. Weil wenn wir dann den nämlich haben. Mal ganz kurz. Ich muss das mal abbrechen, weil sonst kann ich nicht rein scrollen. Ein bisschen rein würde ich gerne, damit man auch ein bisschen besser sieht, was da eigentlich gerade passiert. Dann können wir nämlich die Häuser viel näher aneinander bauen, als wir es bisher getan haben. Das war ein Tipp damals auch unter den YouTube-Kommentaren damals gewesen. Dass wir unsere Bauplätze unbedingt vorbereiten müssen. Dauert aber manchmal ein bisschen, vor allem wenn du einen halben Berg abtragen willst. Ist ein Argument, kann man mit leben, ne? Wie gesagt, da wir jetzt eh gerade uns um Geldsparsamkeit kümmern. Ist das natürlich jetzt so eine Sache gerade.
So. Wie gesagt, wenn man so ein kreisrundes Gerät bauen will, dann braucht man natürlich auch entsprechend Platz dafür. Schaut bis jetzt aber gar nicht so schlecht aus eigentlich. Die müssen wir ein bisschen anheben. Dauert halt ein bisschen, ne? Aber wie gesagt, das stört mich jetzt ehrlicherweise gerade überhaupt nicht. So. Das halt, ja gut, bis du so einen ganzen Bergteil abgetragen hast, das kann halt, dauert halt wirklich 100 Jahre, ne? Das will ich jetzt aber auch ehrlicherweise nicht. Wir haben ja tatsächlich zum Glück, oder glücklicherweise, hier einen relativ schönen Baubereich. Der ist auch relativ eben jetzt. Wenn wir doch noch was anpassen müssen, dann ist es okay. Aber im Augenblick reicht mir das. Das sieht man dann in spätestens, ich denke mal schon zum Ende der Folge her nicht mehr, was wir da gemacht haben. Es reicht mir aber, dass ich weiß, dass es hier eben, dass das Ding hier quasi hier reinpasst. Grob zumindest. Das heißt, wir werden jetzt anfangen und bauen jetzt hier erstmal eine Querverbindung rein. Und hier gehen wir in die Stadt runter. Also einmal eine Straße, die hier unten durchführt, hoffentlich. Meinetwegen auch bis hier. So, und dann können wir jetzt dann schauen, wie wir dann hier weitermachen. Aber hier kommen wir auf jeden Fall auch durch. Ich komme damit durch. So, dann können wir hier anschließen. Kostet natürlich auch wieder Kies ohne Ende. Auch das natürlich ein bisschen kalkuliert alles. Ja. Weil wir brauchen ja auch den Kies dann tatsächlich noch. So. Jetzt bauen wir hier die Gebäude rein. Also zumindest die Grundversorgungsgebäude. Wir fangen an mit einer großen Busplattform hier mittendrin. So. Hier kommt eine große Busplattform rein. Dann bauen wir einen Lebens... Ach, warte mal. Dann bauen wir ein Einkaufszentrum. Warum nicht ein Einkaufszentrum, Freunde? Ja? Was kostet das eigentlich? Ist für uns zu teuer, ne? Lassen wir erstmal weg. Also, das ist das. Kleines Geschäft. Jo. Kino, lass mal Kneipe kommt noch rein. Dann kommt hier nochmal ein Fußballplatz her. Und ein Tennisplatz. So. Das ist jetzt zentral gelegen. Alles im Großen und Ganzen drin. Wir könnten jetzt hier noch ein Kino aufbauen. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den wichtigsten Sachen von oben an. Eine Sache fehlt nämlich noch, und zwar jede einzelne Geschichte hier fordert dich immer auf, du musst unbedingt für deine Leute hier Kirchen bauen. Das machen wir halt auch. So, das hier ist ein riesengroßer Mega-Ostblock. Den können wir aber uns erstmal noch in die Haare schmieren, das machen wir mal anders. Wohnung Plattenbau. So, wir brauchen jetzt den ersten Ring auf, dann. Und zwar fangen wir so an.
Bildung brauchen wir nämlich noch. So, das ist der erste Halbring. Den brauchen wir Bildung. Kriege ich hier nicht mehr unter, oder? Aber es macht auch eigentlich gar nichts. Ich habe da schon eine Idee, Freundin. Pass auf. Okay. So, dann schließen wir die ganzen einzelnen Dinge an, damit hier auch Feuerwehr anfahren kann, für den Fall, dass es mal brennt. Weiß der immer nicht, ne? In unserem Ostblock ist alles möglich. So, und jetzt machen wir Folgendes, und zwar hier kommt ein Kindergarten her. Und jetzt bauen wir den zweiten Kindergarten, bauen wir hier auch noch her. Da ist nämlich immer so ein bisschen Kapazitätsengpass. Und dann bauen wir hier noch einen Kindergarten her. Eine Schule. Und wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, oder zumindest vom Augenmaß, das gut läuft. Nee, falsches Gebäude. Kann ich das auch, warte mal, Bürger bekommen? Bürger zufällig aus den bestehenden Wohnräumen entfernen. Das ist richtig. Aber das passt auf jeden Fall. So. Hier könnte man höchstens noch so einen Wohnblock bauen. Das schaut aber dann doof aus. Können wir aber vielleicht auch anders machen. Warum nicht? So, die erste Halbgeschichte hier läuft schon mal. Das ist natürlich, wie gesagt, alles noch ein bisschen höchst experimentell. Braucht vor allen Dingen aber auch Platten ohne Ende. Die produzieren wir, wie gesagt, noch gar nicht. Was kostet eine Plattenproduktion? Warte mal kurz, vielleicht kriegen wir die. Die muss ja irgendwo hier drin sein. Fertigbauplatten, Zement, Kies, Platten. Weil das war teuer, glaube ich, ne? Weil wir hier so eine Plattengeschichte herbauen. Und danach dann hier in Freilager reingehen. Das ist ein richtig großes Kapital, das Freilager. Mal kurz, das können wir anheben. Wird es so ein bisschen. Dauert nur ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir was reinbekommen. Nee, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Anpassung. Schauen wir mal. Das können wir vielleicht so anlösen.
Ja, geht schon. Wird besser. Ein bisschen hier vorne noch und dann sind wir eigentlich schon ganz gut dabei. Schauen wir mal. Falsches Lager. Nicht ganz, nicht ganz. Das ist noch ein bisschen an Arbeit hier alles, ha? Wenn wir das jetzt so ein bisschen anpassen, glaube ich, wird das ganz geil. Glaube ich fest dran. Wir müssen dann danach auch irgendwie dann das schaffen. Ja, so zum Beispiel. Dass wir da vorne dann mit dem Auto rauskommen. Wird jetzt eng und jetzt ist fraglich, ob das auf Anhieb geht. Aber es geht. Es ist in Ordnung. Und da haben wir jetzt das Problem gerade. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist halt hier noch super alles. Ganz großartig, ne? Na, also jetzt kommen wir noch ein bisschen raus. Schaut doch gar nicht so schlecht aus, ha? Gar nicht so schlecht. Lass es bauen. So. Puh, da kriege ich schon langsam ein bisschen Hitzewallung bei solchen Bauprojekten. Und hier wird auch schon kräftig Kies angeliefert. Betonung sollte da auch gleich kommen. Wie viel kostet uns das? Das ist ein Schnäppchen, Freunde. Das ist ein Schnäppchen. Jetzt lassen wir das Zeug noch liefern und dann bauen wir Paneele und dann haben wir die Paneelproduktion am Start und dann können wir nämlich hier auch die Paneele bringen. Geht aber, ja, geht nicht, weil wir Asphalt nicht produzieren. Das mit dem Asphalt wird immer ekelhafter, je länger das dauert. Und hier hinten wollten wir ja eigentlich ursprünglich mal Öl fördern, weil hier riesengroße, heftige, Alter. Das ist halt eine Plattform, ne? Da steht sie aber gewaltig, du. Hier ist halt noch ein bisschen, also hier ist ein bisschen Öl. Aber hier hört es dann auf, ne? Hier ist noch ein bisschen Ticken Öl haben wir hier noch. Aber dann hier, wie gesagt, zu wenig. Gut, dann bauen wir jetzt hier mal ein paar Tanks auf. Also hier kommt einer her. Hier kommen zwei Tanks her. Oder auch nur einer, weil wir es nicht bauen können sonst. Schließen wir das mal schnell an, damit, also zumindest gedacht an, damit ich weiß, über was wir hier gerade reden. Der geht hier rein. Der geht da rein. Der kommt hier. Der kommt nirgendwo hin. So geht der hier. Zack, 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 zack. So, nächste Verbindung. So.
Und der kann, warte mal, der kommt, der hat hier noch einen Intake. Fällt mir zwar eigentlich gar nicht. Aber das hilft uns jetzt gerade nicht viel weiter. Machen wir das so. So. Und dann haben wir jetzt hier zwei Tanks. Der ist so ein bisschen Backup. Ach, warte mal, hier ist noch einer. Moment, dann machen wir das anders. Deswegen baue ich sowas vor, damit ich mir einmal Gedanken mache. Und beim nächsten Mal, wenn ich das Spiel starte, muss ich dann mir darüber zumindest keinen Kopf machen, wie das eigentlich mal irgendwann mal gedacht war. Ja. Sondern das passt dann schon mal, zumindest von der Idee her. Und dann kann ich ja auch immer noch hergehen und sagen, okay, pass auf. Wir brauchen jetzt hier erstmal eine Straße. Die geht hier rüber. Und geht hier erstmal durch. Achso, das geht jetzt hier nicht. So. Weil wir müssen jetzt erstmal hier überall Straßen hinbekommen. Ach nicht, ich komme hier nicht raus, oder was? So, du darfst auch bauen. So, du darfst auch bauen. So. Machen wir das halt ein bisschen sporadisch so. Und hier mal zack da rein. Wunderhübsch. Also nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. So. Gut, das kommt, das kriegen wir hin. Hier müssen wir auf der Seite raus, okay. So. Dann haben wir das nämlich schon mal geplant. Und dann könnten wir das eben in aller Ruhe. Oh, 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 was ist denn hier los? Was hat das so gerade so viel Geld gekostet? Keiner weiß es. Okay, jetzt kommt wieder Geld. Jetzt wird es wieder langsamer. Okay, jetzt kommt wieder Geld. Na gut. Ach, wahrscheinlich tanken die gerade ab und zu mal sehr viele. Das kann sein. So, hier arbeiten Mitarbeiter, aber die können nicht viel arbeiten, weil hier natürlich nichts aufgenommen wird. Okay. Wir haben die Idee zumindest, wie so eine Ölpipe jetzt funktionieren soll, haben wir hier unten schon mal gebaut. Und jetzt müssen wir irgendwo mit diesen zwei Öltanks hin. Das ist die Idee. Und am besten natürlich in eine Raffinerie, die einen Eingang hat hier. Aber natürlich nicht so hingebaut, sondern so, weil da die Gleise auch sind. Aber wir müssen den natürlich auch so hinbauen, wo wir es bauen können, technisch gesehen. Deswegen habe ich die beim letzten Mal wahrscheinlich auch wie so ein Herr Weltmeister hier unten hingebaut. Weil da tatsächlich der Boden am flachesten ist. Und wenn wir das jetzt so bauen wollen würden, würde ich sagen, würden unsere Pipes so rausgehen. Aber das kann sein, dass das zu weit geht. Warte mal kurz. Nee, das wollte ich nicht. Moment, das ist zu weit. Ein Schlückchen zu weit. Oh, wie war das noch gleich? So, ja, so kann ich nach oben. Zu lang. Okay, dann habe ich einen zweiten Plan. Warte kurz.
Dann brauchen wir jetzt mehrere auf 1. Ungefähr auf der Höhe. Können wir aber nur hier hinstellen. Na gut, dann stellen wir es halt hier hin. Tut mir jetzt nicht mal so weh. So. Und dann gehen wir hier raus. Und gehen hier mit unserem Gerät rein. Und dann bauen wir das Ding eines Tages mal auf. Technisch gesehen ist ja hier schon Anschluss gegeben, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das utopisch wäre, was wir hier bauen. Wenn wir es dann irgendwann mal bauen können. So, machen wir das mal so. Aber es dauert halt 100 Jahre noch. So. Okay. Freunde, wie es weitergeht, erfahrt ihr selbstverständlich in der nächsten Folge. Und bis dahin, das wie gesagt sind alles Planspiele. Das ist, ich warte nicht, dass wir das mit dem Budget gerade bauen. Ich will es nur schon mal geplant haben, damit wir dann an der Stelle easy peasy weitermachen können. Wir brauchen bloß ab und zu mal ein bisschen Geld auf der Hand. Das wäre dann gut. Aber wir sind im Plus tatsächlich für dieses Jahr. Ne, für diesen Monat. Für dieses Jahr haben wir 500.000 ausgegeben. Aber danach schaut es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir das letzter Monat haben wir schon Plus gehabt. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir da weiterhin bleiben. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir vielleicht nochmal gucken, ob wir unseren... Haben wir das schon auf Maximum hochgedreht? Weiß ich nicht mehr, ehrlicherweise. Ich schau mal gerade. Ja. Wir exportieren alles, was wir haben. Maximales Level. Okay. Das ist natürlich schwierig. Aber gut. Solange wir Geld verdienen, ist das gut. Aber jetzt verlieren wir gerade Geld. Warum verlieren wir so viel Geld? Was kaufen wir gerade ein? Kleidung und Fleisch. Haben wir so viele Burgers gerade? Tatsächlich ist... Wo kommen die Burgers her? Okay. Unsere Bevölkerungsschicht wächst und gedeiht. Gab richtig, aber... Ja. Ich meine, ich finde das ja gut. Früher hat man sowas gar nicht, ne? Jetzt haben wir sehr viel davon. Das ist ja schon mal was. Okay. Also grundsätzlich ist jetzt Folgendes. Asphalt ist die wichtigste Produktion, die wir haben. Und ganz kurze Frage am Rande. Was kostet eigentlich so ein Ding? 500.000, da bin ich raus, ne? Verdammt. Wir könnten natürlich, was halt eine Überlegung wäre. Nur eine kleine. Bitumen ist mit Sicherheit nicht so teuer, oder? Wir brauchen ja, um solche Sachen zu bauen, oder zumindest weitestgehend zu bauen, brauchen wir ja nicht viel, ne? Was kostet so eine ganz stinknormale Asphaltanlage? Weil Kies hätten wir ja. Die ist sehr bezahlbar. Die braucht aber hier hinten halt Strom, ne? Das ist ein bisschen doof an der Stelle. Aber wir lassen die mal so in der Planung hier stehen. Ich habe gerade so eine ganz, ganz klitzekleine Idee. Wo haben wir hier ein bisschen Strom gerade? Hier oben, ne? Jo, da haben wir Strom. Das heißt, die haben auch hier oben Strom. Da haben wir wahrscheinlich sogar mehr Strom als überall sonst. Dann lass mich mal ganz kurz ein bisschen Ideen spinnen. Sehen wir uns aber beim nächsten Mal an. So, ich bin raus. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.